Wenn sich die Lebensbedingungen verschlechtern und die Wirtschaft versagt, suchen die Menschen nach Schuldigen für ihre Probleme. Politische Extremisten werden dann populär, wenn sie bestimmte Gruppen von Menschen die Schuld dafür geben. Sie versprechen, dass die Probleme der Gesellschaft verschwinden, wenn sie diese Gruppen loswerden. Dies kann dazu führen, dass Menschen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Sexualität oder Behinderung anders sind, gezielt eliminiert werden. Ein Phänomen, das als Genozid oder Völkermord bekannt ist. Die 10 Stufen des Völkermordes bilden ein Modell, um zu verstehen, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit ablaufen. So sollen Frühwarnzeichen erkannt und möglicherweise verhindert werden. Die erste Stufe ist die Klassifizierung. Extremisten teilen Menschen aufgrund ihrer abweichenden Merkmale in verschiedene Gruppen ein. Dies geschieht oft, um eine Wir-gegen-die-Mentalität zu schaffen oder um jemanden zu finden, der für die sozialen Probleme verantwortlich gemacht werden kann. Die zweite Stufe ist die Symbolisierung. Hier werden den Mitgliedern der anderen Gruppe Symbole oder Namen gegeben. Ziel ist es, die Gesellschaft zu spalten und deutlich zu machen, wer zu wem gehört. Die dritte Stufe ist die Diskriminierung. Die dominante Gruppe nutzt ihre Macht, um anderen bestimmte Rechte oder Privilegien zu verweigern. Neue Gesetze können die Freiheit der Ausgegrenzten einschränken. Mobbing nimmt zu und die soziale Kluft wird größer. Die vierte ist die Entmenschlichung. Die betroffene Gruppe wird als weniger menschlich dargestellt und oft mit Tieren oder Krankheiten verglichen. Wenn einer Person ihre menschlichen Eigenschaften genommen werden, ist es leichter, Gewalt gegen sie zu rechtfertigen. Stufe 5 ist die Organisation. In dieser Phase kann es zur Bildung eines gewalttätigen Mobs kommen, der von der herrschenden Schicht geduldet wird, oder sogar zur Bildung staatlich unterstützter Milizen. In manchen Fällen beginnen die Täter jetzt, die nächsten Schritte des Genozids sorgfältig zu planen. Stufe 6 ist die Polarisierung. Extremisten dämonisieren nun die betroffene Gruppe und versuchen, die Gesellschaft vollständig zu spalten, indem sie alle auffordern, sich auf eine Seite zu stellen. Moderatoren, die die Spannungen abbauen wollen, werden oft als Feinde identifiziert und zum Schweigen gebracht. Die 7. Stufe ist die Vorbereitung. Die Täter planen nun einen Massenmord. Sie identifizieren die Opfer anhand von Namen oder Nummern, finden heraus, wo sie wohnen. Sie beschaffen Waffen oder bauen Einrichtungen, die bei der Durchführung nützlich sind. Stufe 8 ist die Verfolgung. Die Gewalt eskaliert. Die betroffene Gruppe wird systematisch schikaniert, vertrieben oder auf andere Weise misshandelt. Oft geschieht dies unter dem Deckmantel von Sicherheitsmaßnahmen. Die 9. Stufe ist die Vernichtung. Der Massenmord beginnt. Die Täter betrachten ihre Opfer weniger als Menschen und glauben, die Welt von einem unerwünschten Element zu säubern und rechtfertigen damit die Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt. Die 10. Stufe ist die Verleugnung. Die Täter leugnen ihre Verbrechen, vernichten Beweise, geben den Opfern die Schuld und versuchen, die Geschichte umzuschreiben, um ihre Taten als notwendig für das Gemeinwohl zu rechtfertigen. Deshalb müssen nach einem Völkermord die Täter zur Rechenschaft gezogen und das Trauma aufgearbeitet werden. Dann können die Überlebenden heilen und die Gesellschaft kann versuchen, sich wieder zu vereinen. Beachte, dass die 10 Phasen nicht linear ablaufen müssen. Sie können auch gleichzeitig ablaufen. Dr. Gregory Stanton, der das Phänomen beobachtete, schlug vorbeugende Maßnahmen gegen jede Phase vor, obwohl er glaubte, dass letztlich nur eine internationale Intervention eine solche Katastrophe aufhalten könnte. In Deutschland, Kambodscha, Ruanda und vielen anderen Orten kam die Hilfe von außen für viele Menschen zu spät. Deshalb gründete Stanton auch Genocide Watch, eine gemeinnützige Organisation, die helfen soll, die nächste Tragödie zu verhindern. Was denkst du? Reicht Wissen aus, um Völkermorde zu verhindern? Und wenn nicht, was können wir sonst noch tun, um die nächste menschliche Katastrophe zu verhindern? Schreibe deine Gedanken in die Kommentare.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.